Ich möchte euch nun noch einige Lehrbücher und Etüden vorstellen, die mir sehr geholfen haben und auf denen ich auch mein tägliches Warm-up-Programm aufbaue. Eins der wichtigsten Lehrbücher für mich ist die Arnold Jacobs Schule. Die gibt es jetzt neu auf Deutsch übersetzt. Der Originaltitel heißt Thus Spoke Arnold Jacobs. Ein ähnliches Buch mit vielen, vielen guten Tipps über Luftführung, Ansatz, Anstoß, Legato hat Freudis Rewekre geschrieben und heißt auf Englisch Thoughts on Playing the Horn Well. Das ist die Michael Hölzel Technikschule, aus der ich auch viele Übungen entnommen habe für mein Warm-up-Programm. Ein wunderbares Buch. Hier sind wirklich alle Übungen in allen Tonarten ausgeschrieben. Kauft euch das, übt das. Das ist wirklich sehr virtuos und sehr schwer, aber es macht unheimlich viel Spaß, diese Übungen, Einspielübungen und auch Basics zu üben. Zwei Etüdenhefte, die sicherlich auch jeder kennt, die aber auch in mein täglichen Übeprogramm eingearbeitet werden, sind die Etüdenhefte von Müller und Koprasch. Da gibt es jeweils zwei Bände. Wenn ihr noch relativ am Anfang seid, reicht euch Band 1. Doch auch im Studium und für Profis sind die zweiten Bände der jeweiligen Hefte ein sehr, sehr guter Helfer. Atonale Übungen, schwere Intervalle, hoch, tief, schnell und langsam, das vereint Vern Reynolds in seinen 48 Etüden für Horn. Das sind wirklich absolute Virtuosen und richtig, richtig schwere Übungen. Aber auch ein Heft, das ich sehr empfehlen kann. Etwas ganz anderes sind die Kantilenen. Das sind kurze, nicht sehr schwere Stücke, kurze Etüden, Spielstücke, die alle circa eine Seite gehen und die wir immer machen, weil sie eben den natürlichen Luftfluss, aber auch die Phrasierung und die Tonqualität schulen. Und ich persönlich, wenn ich Zeit habe, schaue immer wieder gern in die Arrangements der Bach-Suiten hinein. In dem Fall habe ich ein transkribiertes Exemplar von Wendell Hoss und spiele diese wunderbare Musik von Johann Sebastian Bach. Sie geht nie sehr hoch, bleibt also immer in einer Mittel- oder sogar Tiefenlage. Genau das bringt die Lippen zum Vibrieren, ohne dass wir platt werden. Für tiefe Hornisten und Hornistinnen kann ich sehr, sehr stark die 34 Etüden von Martin Heckelmann empfehlen. Sie sind allesamt im Bassschlüssel notiert, gehen sehr tief und ich glaube nicht höher als das C2. Wunderbare Etüden. Und zum Schluss möchte ich noch drei ganz andere Arten von Etüden vorstellen. Das eine sind 12 Jazzy-Etüden von Ricardo Matosinhos. Hier passieren auch mal Dinge wie Flatterzunge, wie Stopfen, wie Singen und Spielen gleichzeitig. Also auch viel Effekte, die man hieran üben kann. Es sind tolle Rhythmen. Man hat richtig Spaß an diesen Etüden. Und mit meinem Hornquartett German Horn Sound haben wir angefangen, berühmte Orchesterwerke für ein Horn zu adaptieren. Also sozusagen Etüden zu schreiben von berühmten Orchesterwerken. Stefan Schottstedt hat die letzten drei Bruckner-Symphonien adaptiert und ich selbst habe den ganzen Liederzyklus des Knaben Wunderhorn von Gustav Mahler arrangiert. Die sind sehr virtuos, aber noch spielbar und wir würden uns sehr freuen, wenn auch ihr Spaß an diesen beiden Heften habt.